nächste große Ding, das da auf uns zurollt. Barbara Müller, wo ist da das Problem und wie kann man dem begegnen? Ihr wollt ja Lösungen bringen, aber ich könnte das Problem verwalten. Ja, ich denke, das Problem im Verwalten, was jetzt in diesen internationalen Gesundheitsvorschriften zu finden ist, bei der WHO, es geht ja nicht primär um den Pandemie-Vertrag, da gibt es nichts zu verwalten. Da gibt es einfach klipp und klar zu sagen, nein, mit uns nicht. Nicht auf diese Art, was auf, es ist ja wirklich nicht ernst, oder ich kann das nicht ernst nehmen, dass Nationalstaaten wie die Schweiz, und ich spreche jetzt vor allem hier für die Schweiz, Verträge akzeptieren würde, die über der Verfassung stehen. Und die Verfassung in bestimmten Situationen, die die WHO diktiert, was zum Beispiel eine Pandemie dann wieder ausmachen würde, die verfassungsmäßigen Rechte einfach aushebeln würde. Das geht nicht an. Und da gibt es nichts zu verwalten, da gibt es hinzustehen und sagen, die Schweiz ist souverän und wir handeln in eigener Verantwortung den Menschen gegenüber, die in der Schweiz leben, mit mir meine ich Regierungsstellen, Behörden, sofern man denen überhaupt handeln kann. Aber es geht nicht an, dass eine internationale Organisation, nicht demokratisch legitimiert, von überhaupt keinem Volk gewählt, über die Köpfe hinweg entscheiden kann, was im Falle einer Pandemie beispielsweise zu geschehen hat. Da heißt es ganz klar, nein, bis hin zum Austritt aus der WHO sollte sich diese Situation nicht regeln lassen und die WHO mit ihren Vorstellungen zurückgebunden werden können. OECD, wir haben kürzlich abgestimmt über Steuervorschriften oder international vorgeschrieben, welche Steuersätze die Schweiz haben darf und welche nicht. Ich habe einen klassischen Vorgang. Aber das ist aber ein souveräner Staat, das kann ja nicht sein. Wir haben die EU, die unsere Vorschriften machen will. Wie ist diese internationale Verflechtung? Wir brauchen immer mehr zu einer internationalen Bevormundung, Stefan? Ja, du hast das Stichwort schon gegeben. Bevormundung, betreutes Denken, auch bei Politikern. Es scheint ja eine Krankheit zu sein, die tatsächlich ansteckend ist. Und genau wie Klima. Wussten Sie, dass Klima eine ansteckende Krankheit ist? Das neue Wort ist Klimapandemie. Das ist das, womit die WHO jetzt antritt. Das habe ich vorhin mit Absurditäten gemeint. Es ist absurd. Aber es kommt bei den Menschenleben so nicht mehr an. Was spricht gegen nationale Alleingänge? Das Wort ist ja schon negativ belegt worden. Ich finde das positiv. Denn wenn wir nationale Alleingänge machen, dann haben wir eine Schweizer Lösung. Was ist daran falsch? Es muss nicht alles zentral geregelt werden. Insbesondere dann, und das müssen wir uns immer vergegenwärtigen, die sind nicht nur nicht frei gewählt, die haben unglaubliche Eigeninteressen. Ja? Ein Gates und ein Schwab, das sind ja keine Philanthropen. Entschuldigung, jeder Philanthrop, der dreht sich im Grabe um, wenn er diese Bezeichnung für Gates hört. Das sind Leute, die haben etwas vor, die führen einen Angriff aus. Und ich habe das bei Tichys Einblick letztens geschrieben. Ich bin gefreut, dass es abgedruckt hat, Herr Roland. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Es ist ein Angriff auf Gott. Sie wollen Gott spielen. Und dafür brauchen natürlich die ganze Welt. Gott der Schweiz, schön, Schweiz ist schön, aber reicht natürlich nicht. Sondern sie wollen Gott spielen über die ganze Welt. Sie wollen das Genom verändern. Sie wollen darüber bestimmen, welches Leben wert oder noch schlimmer ausgedrückt, unwert erscheint. Sie wollen die Familie zerstören, sie wollen die Grundlage des Staates zerstören, indem es nicht mehr Vater und Mutter gibt, sondern Elternteil 1 und Elternteil 2 und. Das lässt sich ja alles zusammenfassen. Das heißt, sie sind Kräfte am Werk und dafür sollten wir, das denke ich mir, das ist eine der großen Aufgaben des nächsten Jahres, hier sollten wir massiv einschreiten und nichts untersucht lassen, die Souveränität der Schweiz und diesen nationalen Alleingang wieder als ein positives Wort in die Diskussion reinzubringen. Wir können die Probleme selber lösen. Wir brauchen keine Leute, die für uns denken. Das können wir auch selbst. Das ist ein ganz wichtiger Appell, den ich hier mal unterbringen möchte. Das heißt, Austritt aus der WHO, ja, das wäre für mich ein echtes Kaviar-Frühstück. Die müssen dann in Genf Miete bezahlen, das wäre auch nicht schlecht. Und das ist also, das wäre eine Lösung, und zwar nicht meine Lohnlösung, sondern wenn ich ganz ehrlich bin, das wäre die Frage.
Voraussetzung. Und wenn ich dich im Nationalrat sehe, dann möchte ich das, dass du das mit auf deine Fahnen schreibst. Nikos, da kommt die